Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die unhaltbaren Zustände in der Massentierhaltung, von denen wir hier heute reden, sind in Niedersachsen besonders gut zu studieren. Das wurde angesprochen. Etwa jedes fünfte Rind, jede dritte Legehenne und jedes dritte Schwein in Deutschland verbringt sein Leben in Niedersachsen. Eine Schlüsselrolle spielt die Geflügelzucht. Rund 36,5 Millionen Tiere, Schlacht- und Mastgeflügel leben bei uns, deutlich mehr als die Hälfte des deutschen Bestandes. Die intensive Putenhaltung ist in Niedersachsen ein Wachstumsbereich. Dadurch kommen die Haltungsbedingungen auch zunehmend mehr Menschen zu Bewusstsein und werden in der Öffentlichkeit diskutiert. Die Tatsache, dass Puten nicht der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung aufgeführt sind, hat zu skandalösen Zucht- und Haltungsbedingungen geführt. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Kolleginnen von der CDU, noch an den Rücktritt der niedersächsischen Agrarministerin Grote Lüschen vor 2 Jahren, aus eben diesem Grunde. Aber auch daran, dass die Vorsitzende des Niedersächsischen Tierschutzbundes im Dezember aus der CDU ausgetreten ist. Auslöser war, dass die CDU-FDP-Landesregierung bis heute nicht bereit ist, für artgerechte Tierhaltung, insbesondere auch für Puten, zu sorgen. Herr Lindemann, Frau Grote Lüschens Nachfolger im Ministeramt, betreibt nichts weiter als eine Beschwichtigungspolitik. Das brutale Schnäbelkürzen bei Puten will er bis 2018 weiter erlauben. Solange sollen also weiter 3 bis zu 20 Kilo schwere Puten zusammengefercht auf einem Quadratmeter leben? Weniger Platz bedeutet auch, wir haben es hier schon gehört, mehr Antibiotika. Ich finde, das ist eine Schande für eine Partei, die von sich behauptet, der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet zu sein. Denn in Wahrheit geht es um die Bewahrung des Profits für Agrarkonzerne, die in der Nutztierhaltung in Deutschland richtig in eine verhängnisvolle Sackgasse getrieben haben. Und freiwillig, das zeigen die Erfahrungen, werden diese Konzerne auf keinen Cent bei der Profitmaximierung verzichten. Also ist Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu setzen und dieser Fehlentwicklung Einhalt zu gebieten. Und wenn Politik nicht in der Lage oder nicht willens ist, dies zu tun, dann gehört sie abgewählt. Und solch ein Wechsel ist auch in Niedersachsen, der niedersächsischen Agrarpolitik, dringend notwendig. Denn die Verbraucher wollen diese Art von Haltungsbedingungen nicht, bei denen einem nur der Appetit vergehen kann. Und jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, dass die Leute nicht bereit wären, einige Cent mehr pro Kilo zu zahlen. Die Krux ist vielmehr, dass viele sich das nicht leisten können. Und da müssen wir uns dann wirklich auch mal fragen, wie wir das verändern sollen. Die Krux ist eine Politik von Lohnraum und Sozialdumping, die Menschen nicht in die Lage versetzt, faire Preise für gute und gesunde Lebensmittel und artgerecht erzeugtes Fleisch zu zahlen. Nicht zuletzt deswegen fordert DIE LINKE einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde. Abschließend: Der Antrag der Grünen geht in die richtige Richtung. Die 6 Punkte, die vorgeschlagen sind, halten wir für wichtig und haben unsere Unterstützung, auch wenn man Konsequenzen aus unserer Sicht noch deutlicher formulieren müsste. Wir brauchen unbedingt eine verlässliche Haltungsverordnung für Puten und andere Nutztiere, für die es bisher keine gibt. Sonst bleibt es ein Abarbeiten an Symptomen. Vielmehr muss das Problem der industriellen Massentierhaltung generell auf den Prüfstand. Und dafür stehen wir, und ich finde, Niedersachsen sollte damit anfangen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat nun Friedrich Ostendorf für die Fraktion Bündnis 90.